So, was jetzt noch übrig bleibt, ist zu erklären, wie wir das gleiche Konzept der Kapselung auch auf statische Datenfelder anwenden. Das kann man natürlich machen, indem man hier vor deren Namen auch so einen Doppelunterstrich dazufügt. Das muss ich jetzt natürlich auch überall erstmal reparieren. Spezies brauchen wir nicht, allerdings brauchen wir das hier. So, und da und da. Wenn ich das jetzt laufen lasse, passiert erstmal, okay, er sagt mir ganz klar und deutlich, Katze hat so ein Attribut nicht, denn das ist ja privat, das kann er ja nicht ausgeben. Das heißt, ich brauche jetzt tatsächlich so ein Setter- und Getter-Method. Sie haben vielleicht jetzt etwas gemerkt für die ganz Aufmerksamen von Ihnen. Als wir das gleiche Konzept angewendet haben mit Name und Alter, gab es erstmal keinen Fehler. Ich habe Ihnen gesagt, das ist nicht schön, aber so ist es nun mal. Es gibt aber tatsächlich auch eine Erklärung dazu. Und die Erklärung ist, dass Python behält die Variablen auch von früheren Durchläufen von unserem Skript. Sie haben es vielleicht auch gemerkt selber, man kann hier in der IPython-Konsole auch direkt Sachen machen, wie zum Beispiel, ich kann auch schreiben, meine Katze. Und er sagt mir, das existiert tatsächlich. Das ist, da ist es. Es ist von der Sorte Katze, von dem Typen Katze und da ist seine Adresse. Er behält die Variablen. Und wenn ich die Klassen zwischendurch ändere, wie zum Beispiel private Felder, von öffentliche auf private Felder wechsle oder irgendwelche Methoden dazu nehme, kann es zwischendurch auch zu einigen Problemen kommen. Denn jedes Mal, wenn ich es hier neu definiere, kann es sein, dass es nicht ganz vollständig ausgeführt wird. Deswegen ist es eigentlich eine gute Angewohnheit, Sachen, die man, also jetzt abgesehen von ganz einfachen Ints und so weiter, aber bei Objekten ist es eine gute Idee, sich anzugewöhnen, das alles wieder zu löschen, bevor man es das nächste Mal wieder ausführt. Gerade wenn man gerade sich in diesem Änderungsprozess befindet, ist es sehr hilfreich, weil es sonst zu irgendwelchen komischen Fehlern kommt oder zu komischen Verhalten, die eigentlich nichts mit dem richtigen Verhalten zu tun haben. Also Sie haben damit jetzt zwei Möglichkeiten hier. Entweder Sie gehen hier auf IPython-Konsole und löschen jedes Mal alle Variablen, indem Sie auf diese Radiergummi hier klicken, dann sagt er Removing All Variables. Oder, das ist aber ein bisschen umständlich, das vergisst man gerne auch es zu machen. Oder am Ende des Skripts werde ich einfach diese Objekte auch wieder löschen mit Delete meine Katze und Delete Nachbarskatze. So habe ich sie da immer unten dabei und jedes Mal werden sie gelöscht und egal wie oft ich das jetzt wiederhole, wird er, sagen wir mal, das vorhersehbare Verhalten auch ausführen und nicht irgendein Mischmasch aus neuem Verhalten und altem Verhalten, neuen Variablen und alten Variablen. Gerade bei Klassen richtig aufpassen und es ist eine gute Angewohnheit. So, jetzt können wir hier uns weiterhin widmen und zwar sagt er, okay, Katze hat keine Anzahl von Katzen. Gut, ich brauche jetzt Set- und Get-Methoden. Weil ich eine Set-Methode gar nicht haben möchte, werde ich jetzt auch darauf einfach verzichten. Und ich werde stattdessen Get-Anzahl Katzen implementieren, indem ich ihm ein Self zuschicke. Das habe ich ja so gelernt, das machen wir jetzt einfach so. Und ich werde Return Katze, da ist es Anzahl von Katzen. Und jetzt kann ich das hier ersetzen mit irgendeiner Katze. Sagen wir mal meine Katze und dann get Anzahl von Katzen. Und genau das gleiche Objekt kann ich jetzt auch benutzen, um auch die Anzahl von Katzen auch nach der zweiten Katze anzusprechen. Und also, wir müssen sie natürlich auch aufrufen und nicht nur ansprechen. Das ist jetzt auch was ganz Interessantes hier von Python. Wenn man diesen Aufruf von der Funktion nicht macht, dann sagt er dir, wo sich diese Methode eigentlich im Speicher befindet. Könnte sehr hilfreich sein, war aber nicht wirklich unser Ziel. Also das heißt, alles, was ich hier vergessen habe, waren diese Klammer auf Klammer zu, damit er es tatsächlich aufruft. Okay, Katzen insgesamt funktioniert 1 und 2.
diese Änderung von Rocky, die lassen wir jetzt erstmal drin. So, jetzt sehen wir aber Folgendes. Eine unschöne Sache ist, um die Gesamtanzahl der Katzen anzusprechen, brauche ich ein Objekt dieser Klasse. Aber die Gesamtanzahl der Katzen war ein statisches Datenfeld. Das bedeutet, es wäre eigentlich schöner, korrekter, wie auch immer, wenn ich direkt diese Klasse ansprechen würde. Würde bedeuten, ich schreibe hier jetzt einfach nur Katze. Probieren wir es doch mal aus, was passiert. Er sagt, ich brauche Self. Was bedeutet das jetzt? Nun ja, wenn ich die Klasse Katze aufrufe, dann habe ich ihm kein Objekt gegeben. Dieses Objekt ist ja dieses Self. Das ist zwar total intransparent, aber das ist, was letztendlich passiert. Er braucht ein Objekt und Katze ist kein Objekt. Das ist die komplette Klasse. Wie können wir das jetzt lösen? Damit man das auch klar und deutlich hier bei der Definition der Methode selbst gekennzeichnet, dass es eigentlich eine statische Methode ist, das heißt, die liest oder macht irgendetwas mit der kompletten Klasse und nicht mit einem bestimmten Objekten, schreibt man Folgendes, man sagt, self kann auch 0 sein. Das kennen wir prinzipiell von Funktionen, da sind diese Default-Parameter-Werte. Ich kann es voreinstellen, was der Wert ist. In diesem Fall gar keins. Denn innerhalb dieser Funktion benutze ich ja das Objekt self gar nicht. Wenn ich das jetzt laufen lasse, dann funktioniert alles Pi mal Daumen. Jetzt ist es auf einmal 0 und 1. Jetzt ist es wieder 1 und 2. Sie sehen wieder, diese Delete hat nicht mal jetzt hier perfekt funktioniert. Also, ein paar Worte über Python selbst. Python ist nicht perfekt, keine Programmiersprache ist es. Das bedeutet, gerade die Umgebungen sind auch nie perfekt. Und es gibt manchmal wirklich so Verhalten, wie gerade was wir hier gesehen haben. Zuerst sagt er 0 und 1, obwohl ich, wie erklärt, die hier gelöscht habe. Trotzdem hat irgendetwas nicht richtig funktioniert. Ich musste es nochmal ausführen, um das richtig, dass er sozusagen das korrekt auswirkt. Das ist nicht schön, muss man sich aber daran gewöhnen. Oft hilft tatsächlich die Regel einfach nochmal ausführen, einmal restarten. Das kennen Sie ja, die Windows-Benutzer von Ihnen. Und dann geht es ja vielleicht. Und hier kann man das gleiche Konzept auch anwenden. Einfach nochmal, wenn es irgendwie sich anders verhält, als was man eigentlich vorhatte oder was man denkt, dass es sein sollte. Und erst danach wirklich versuchen zu reparieren. Damit wissen Sie jetzt, was Kapselung bedeutet. Sie wissen auch, wie man Datenfelder einer Klasse als privat gekennzeichnet, ob sie jetzt statisch oder nicht statisch sind. Wir können jetzt in beiden Fällen das machen. Und Sie wissen, dass man für private Felder unbedingt diese Set- und Get-Methoden implementieren sollte, wenn man den Zugriff erlauben möchte. Wenn man keinen Zugriff wünscht auf bestimmte Felder, dann implementiert man einfach diese Methoden nicht und damit sind sie komplett weg von jemandem, der von außerhalb guckt. Dankeschön.